In der Schweiz ist es nahezu selbstverständlich, dass überall frisches Wasser aus den Wasserleitungen sprudelt. Wir wissen auch, dass das in der Regel immer allerbeste Trinkwasserqualität ist. Wir leisten uns sogar den Luxus und spülen unsere Toiletten mit dieser allerbesten Wasserqualität. Woher kommt es aber, das Wasser im Quartier Wipkingen? Quellwasser vom Käferberg? Nicht wirklich, oder sagen wir, wenigstens ein ganz kleiner Teil davon ist Käferberg-Quellwasser. Das Trinkwasser stammt für die ganze Stadt Zürich zu 70-80% aus der Tiefe vom Zürichsee und wird mit Grundwasser aus dem Gebiet vom Harthof und ein bisschen Quellwasser gemischt. In der Nacht wird das kühle Nass nach einem Filterungs- und Reinigungsprozess in die verschiedenen Reservoir rund um die Stadt gepumpt, wie da zum Beispiel in das sehr grosse Reservoir Lüre in Altstetten. Von dort gelangt es während dem Tag, wenn der Verbrauch am grössten ist, wie an einem fein gefächerten Verteilnetz in jede einzelne Haushaltung. Das Reservoir wird außer zu Reinigungszweck nie ganz geleert. Denn Wasser muss auch jederzeit für die Feuerwehr vorhanden sein. Die Wasserversorgung Zürich ist auch ständig dran, das ganze Rohr- und Leitungsnetz zu überprüfen und zu unterhalten. In der Stadt Zürich gibt es zwei Wassernetze. Nebst dem normalen Trinkwassernetz für alle Haushaltungen gibt es noch ein Notwassernetz mit Notwasserbrunnen, wie zum Beispiel der, der gerade neben dem Café Letten steht. Solche Brunnen werden jeweils von lokalen Quellen versorgt. Auch die meisten sonstigen öffentlichen Brunnen, wie zum Beispiel auch der auf dem Röschibachplatz stehende, werden durch Quellwasser gespeiselt. Der Mineraliengehaltsunterschied zwischen normalem Trinkwasser und Quellwasser ist aber relativ gering. Die Wipkinger Haushaltungen beziehen ihr Wasser einerseits vom Reservoir Hönk und andererseits von den zwei 1931 gebauten Reservoir auf dem Käferberg, bei denen jetzt aber Neubaupläne bestehen. Wer oberhalb von der Lehrstrasse, vom Weidhalden-Schulhaus oder der reformierten Kirche wohnt, bezieht sein Wasser vom Reservoir Käferberg. Alle anderen haben das Wasser vom Reservoir Hönk. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei rund 160 Liter am Tag. Gesteuert wird die ganze Stadt Zürcher Wasserversorgung von den Zentralen im Harthof aus. Hinter dicken Betontüren versteckt sich die grosse Steuerzentrale. Von dort hat man die Übersicht über das ganze Leitungsnetz. Von dort aus wird zum Beispiel kontrolliert, wie gross der Füllstand der einzelnen Reservoir ist und ob es eventuell Störungen im Leitungsnetz gibt. Somit ist eigentlich immer gewährleistet, dass jeden Tag die Selbstverständlichkeit eintrifft, nämlich dass frisches, sauberes Wasser aus jedem Wasserhahn sprudeln kann, wenn man ihn aufdreht.